Ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu können. Ich höre mich auch selbst. Ich werde gut gehört, hoffentlich. Normativität und Rationalität ist das Thema heute. Das habe ich mir vorgenommen für die nächste knappe Stunde. Ich habe gedacht, weil ich jetzt den Auftakt gebe für diese Vorlesungsreihe, die ja unter dem großen Stichwort Normativität steht, fange ich tatsächlich mal mit so ein paar Grundlagen an, wie ich mir den Begriff der Normativität, zumindest wenn man ihn aus philosophischer Perspektive anschaut, wie ich mir das so zurechtlege. Dann werde ich zu meinem eigentlichen Thema hinkommen, nämlich zum Verhältnis zwischen Normativität und Rationalität. Das wird, wie man sehen wird, etwas mit Gründen zu tun haben. Und dann werde ich im zweiten Teil des Vortrags zwei Konzeptionen von Rationalität hier diskutieren. Eine substanzielle und eine strukturelle Konzeption von Rationalität. Und ich werde eine dieser beiden verteidigen. Ich kann schon verraten, es wird die substanzielle sein. Normativität, ein paar Grundlagen. Fangen wir doch mal damit an. Was ist Normativität? Naja, im weitesten Sinne, alles was auf Normen, ist Normativität auf Normen bezogen. Hier sind ein paar Beispiele für Normen. Die Straßenverkehrsordnung enthält Normen, die verbietet es, eine Straße bei roter Ampel zu überqueren. Spielregeln sind Normen in einem gewissen Sinne. Die Altenburger Skatregeln erfordern eine Kartenverteilung in der Reihenfolge 3, 4, 3. Die Etikette, Anstandsregeln, sind irgendwie Normen, die Etikette verlangt, jedenfalls manchmal beim Tango ist es zum Beispiel so, dass der Mann die Frau zum Tanz auffordert und nicht umgekehrt. Das sind Beispiele für Normen. Hier sind ein paar andere Beispiele. Die Moral, wir sind moralisch verpflichtet, scheint plausibel, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen, um Bedürftigen zu helfen. Klugheitsnormen. Mein Arzt sagt, ich sollte mit dem Rauchen aufhören. Das scheint irgendwie so eine Norm der Klugheit zu sein. Oder Normen der Meinungsbildung. Man sollte nichts glauben, wofür man nicht hinreichende Evidenz hat, sagen jedenfalls manche. Diese zuletzt genannten Normen unterscheiden sich meiner Meinung nach in einer wichtigen Hinsicht von denen, die ich zuerst genannt habe. Ich würde die Unterscheidung so fassen, dass wir einen empirischen und einen a priorischen Begriff von Normativität haben. Normativität kann einmal ein empirischer Gegenstand sein, das heißt, dass ein Norm Gegenstand der Beobachtung oder der Erfahrung sein kann und sozusagen durch Erfahrung und Beobachtung erkennbar sein kann. Die Norm ist dann auch potenzieller Gegenstand empirischer Wissenschaften. Zum Beispiel der Soziologie, der Ethnologie, der Anthropologie. Und plausible Beispiele für solche Normen sind eben die zuerst genannten, zum Beispiel Etikette oder Spielregeln. Das sind Normen, die man in einer Art und Weise durch Beobachtung erkennen kann. Ein Beispielfall zu nennen, den ich dann mit einem anderen Beispielfall kontrastieren werde, stellen sich zwei Anthropologen vor, die sich darüber streiten, was die Regeln eines rituellen Tanzes bei einem Naturvolk sind. Ja? Die haben eine normative Meinungsverschiedenheit in einem bestimmten Sinne, das ist eine empirische normative Meinungsverschiedenheit. Die haben eine Meinungsverschiedenheit über eine bestimmte Norm, aber hier ist ein empirischer Normbegriff relevant. Dieser Begriff der Normativität, den sollte man abgrenzen von einem a priorischen Begriff von Normativität. Hier ist die Norm eben nicht durch Beobachtung erkennbar, sondern wir können sie durch Überlegen, durch Plausibilitätserwägungen entdecken. Die relevante Norm ist auch nicht eine Norm in diesem Sinne, ist auch nicht Gegenstand empirischer Wissenschaften. Empirische Wissenschaften reden nicht darüber, was die Moral erfordert oder was klug ist zu tun. Sondern sie ist im Gegenstand a priorischer Wissenschaften, insbesondere eben von uns, von Philosophen. Und genau, das hatte ich schon gesagt, ich glaube, dass eben Moralklugheit und die Normen der Meinungsbildung plausible Beispiele für solche Normen sind.
Auch wenn das im Einzelfall natürlich umstritten ist. Ich stelle jetzt erstmal sozusagen hier die Sache so dar, wie ich sie mir zurechtlege. Ein Beispielfall, der einen Kontrast darstellen sollte zu dem anderen Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Utilitarist und ein Libertarier streiten sich über die Frage, ob es sowas gibt wie moralische Hilfspflichten. Libertarier sind der Meinung, es gibt keine wirklichen Pflichten, anderen Leuten zu helfen. Utilitaristen sind da anderer Meinung. Wenn die sich streiten, haben die auch eine normative Meinungsverschiedenheit, aber sie scheint ganz anderer Art als die Meinungsverschiedenheit, die die beiden Anthropologen haben. Es ist keine empirische Meinungsverschiedenheit, sondern ja, eine apriorische. Ein Stichwort dazu, der diesen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen von Normen vielleicht nochmal verdeutlichen kann, Stichwort der Befürwortung, scheint plausibel davon auszugehen, dass dann, wenn wir eine Norm im apriorischen Sinne ausdrücken, dass wir dann diese Norm in irgendeinem Sinne befürworten oder umgekehrt vielleicht auch ablehnen. Dass wir, wenn wir sagen, diese Norm besteht, dass wir damit eine Handlung zum Beispiel empfehlen, einen Rat geben, jemanden dazu auffordern, etwas zu tun. Ja, das ist, sind jetzt Beispiele für Arten der Befürwortung. Das ist beim empirischen Normbegriff nicht so. Hier erst noch mein Beispiel. Ich sage, es ist deine Pflicht, hier zu helfen, ja? Dann meine ich damit auch, dann fordere ich auch damit auf, zu helfen. Ich empfehle zu helfen. Bei Normen im empirischen Sinne ist das nicht unbedingt so. Ich kann sozusagen hier darüber berichten, dass eine Norm besteht, ohne diese Norm in irgendeiner Art und Weise zu befürworten. Zum Beispiel kann ich sowas sagen wie, die Etikette verlangt es, dass der Mann die Frau zum Tanz auffordert, aber so what? Ja, das gibt uns noch lange keinen Grund, uns auch daran zu halten. Das, was ich jetzt gesagt habe, gibt uns vielleicht ein bisschen zwei Testkriterien zur Hand, die darüber entscheiden, ob wir es mit einem empirischen oder mit einem apriorischen Normbegriff zu tun haben. Das erste Kriterium wäre, schauen wir uns eine Meinungsverschiedenheit an, eine Meinungsverschiedenheit über Normen. Die erste Frage ist, können wir diese Meinungsverschiedenheit sozusagen aus dem Lehnstuhl heraus entscheiden oder müssen wir in die Welt gehen und Beobachtungen anstellen? Wenn das erste der Fall ist, dann haben wir es mit einem apriorischen Normbegriff zu tun. Wenn wir Beobachtungen anstellen müssen, haben wir es mit einem empirischen Normbegriff zu tun. Das zweite Testkriterium ist nämlich, ist die Behauptung einer Norm eine Art der Befürwortung oder ist die Behauptung der Norm strikt von der Befürwortung einer bestimmten Reaktion zu trennen? Normativität in der Philosophie ist apriorische Normativität. Als Philosophen interessieren wir uns für Normativität im apriorischen Sinn. Natürlich können auch Normen im empirischen Sinn für Philosophen indirekt relevant sein, so wie alle anderen empirischen Tatsachen für Philosophen irgendwie indirekt relevant sein können. Aber der Begriff der Normativität, der Philosophen als Philosophen interessiert, ist der apriorische. Welche Rolle spielt nun Normativität in der Philosophie? Wie ist der Gegenstand? Eine hilfreiche Trennung, von der Sie vielleicht gehört haben, ist die erstmal zwischen Fragen erster Ordnung und Fragen höherer Ordnung. Fragen erster Ordnung sind Fragen darüber, welche Normen im Einzelfall gelten. Und Fragen höherer Ordnung sind Fragen zum Beispiel der Art, was wir überhaupt tun, wenn wir normative Urteile fällen und was Normativität eigentlich ist. Als Beispiel für Fragen erster Ordnung, normative Fragen erster Ordnung, können wir einfach ein paar Gebiete der Philosophie angucken. Die Moralphilosophie fragt sich, was ist richtig oder gesollt? Das ist eine normative Frage erster Ordnung. Die Ethik im weiteren Sinne, wenn man sie von der Moralphilosophie abgrenzt, fragt, was ist ein gutes Leben? Auch das ist eine normative Frage. Die politische Philosophie fragt zum Beispiel danach, wann Herrschaft legitim sein kann oder was ein gerechter Staat ist, auch das eine normative Frage. Und die Erkenntnistheorie ist eben wesentlich mit der Frage beschäftigt, wann eine Meinung
gerechtfertigt ist, auch das eine normative Frage erster Ordnung. Von diesen Fragen erster Ordnung sollte man metanormative Fragen trennen, Fragen höherer Ordnung. Da gibt es sozusagen einmal die klassischen Fragen der Metaethik, die Frage, was wir eigentlich tun, wenn wir normative Urteile fällen und was für Implikationen solche Urteile haben. Da können die wahr oder falsch sein, was bedeutet das, dass ein normatives Urteil wahr ist, was macht das wahr, etc. etc. Und es gibt Fragen, die man vielleicht unter dem Stichwort allgemeinere Normativitätstheorie zusammenfassen kann, die betreffen das Wesen, die Einheit, die Natur des Normativen. Zum Beispiel die Frage, wie eigentlich verschiedene normative Begriffe, die wir kennen, Recht, Schuld, Gut, Gerecht, Richtig, Falsch, wie die zusammenhängen und was eigentlich deren Gemeinsamkeit ausmacht. Und um diesen letzten Abschnitt, diese allgemeine Normativitätstheorie, in dem Gebiet wird sich auch der Rest dieses Vortrags mit befassen. Das war jetzt sozusagen erstmal mein kleiner Abriss über Normativität in der Philosophie. Und jetzt geht es mir eben um den Einstieg in die allgemeine Normativitätstheorie, insbesondere um das Verhältnis von Normativität und Gründen und Rationalität. Schauen wir uns ein paar normative Begriffe an, die man irgendwie in verschiedene Kategorien nochmal einsortieren kann. Es gibt einmal evaluative Begriffe, Begriffe wie gut, schlecht, bewundernswert. Es gibt deontische Begriffe wie Pflicht, geboten, erlaubt, sollen, dürfen. Und es gibt, was man deliberative Begriffe nennen könnte. Begriff des Grundes ist so ein Begriff, dafür sprechen, dagegen sprechen. Warum deliberativ? Deliberativ von Deliberation, praktischer Überlegung, mit sich zu Rate gehen, wie Aristoteles das genannt hat. Das sind Begriffe, die in Überlegungen eine Rolle spielen. Überlege, was soll ich tun? Ich wäge Gründe miteinander ab. Ich schaue, was für oder gegen bestimmte Optionen spricht. Deswegen deliberative Begriffe. Kurz zu diesem Zusammenhang zwischen Deliberation, Überlegung und Gründen. Was sind Gründe? Gründe sind nach Auffassung der meisten jedenfalls im Normalfall Tatsachen, die für oder gegen bestimmte Reaktionen sprechen. Zum Beispiel die Tatsache, dass eine Person Hilfe braucht, ist ein guter Grund, ihr zu helfen, spricht dafür, ihr zu helfen. Eine bestimmte Tatsache spricht für eine bestimmte Handlung. Die Tatsache, dass sie etwas versprochen haben, spricht dafür, es zu halten. Die Tatsache, dass es ihnen Schmerzen bereiten würde, es zu tun, spricht vielleicht dagegen, es zu halten. Gründe sind also Faktoren, die irgendwie beim Überlegen, beim Abwägen eine Rolle spielen. Sowas wie eine praktische Grundfrage, wenn Sie sich überlegen, was soll ich tun? Ja, wollen eine Entscheidung herbeiführen, Sie fragen sich, was soll ich tun? Und Gründe sind eben die Dinge, die dabei eine Rolle spielen, die Ihnen dabei helfen, diese Frage zu beantworten, zu einem Ergebnis zu kommen, zu einer Entscheidung zu kommen. Ein Beispiel, haben sich wahrscheinlich alle diese Frage mal gestellt, welches Fach sollte ich studieren? Welchen Beruf sollte ich anstellen? Ja, dass es Ihnen Spaß macht, sich mit philosophischen Fragen zu beschäftigen, das setze ich jetzt mal voraus, dass es Ihnen irgendwie Spaß macht, ist ein Grund dafür, Philosophie zu studieren. Hier hedonischen Grund, genannt von griechischen Wort für Lust, Lustgrund. Dass es Ihnen ein gesichertes Einkommen verspricht, spricht dafür, Informatikerin zu werden. Ein prudentieller Grund, Prudentia, Klugheit. Dass es ihnen ermöglicht, Menschen zu helfen, spricht dafür, Entwicklungshelfer zu werden, moralischer Grund. So gibt es verschiedene Gründe, die für bestimmte Optionen sprechen können, die Sie vielleicht in so eine Erwägung mit einfließen lassen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Es gibt eine interessante Forschungshypothese, ich finde sie jedenfalls interessant, wird zurzeit viel diskutiert in der Normativitätstheorie, die Hypothese Gründe zuerst.
alle normativen Aussagen, normativ hier in diesem a priorischen Sinn, mit dem ich hier mich beschäftige, alle diese normativen Aussagen lassen sich auf Aussagen über Gründe reduzieren. Reasons first. Das ist erstmal eine ziemlich attraktive Idee, warum? Ja, sie verspricht wie so ein einheitliches Bild von Normativität. Wenn wir sagen, alle normativen Aussagen lassen sich auf Aussagen über Gründe reduzieren, dann wissen wir, worin Normativität im Wesen besteht, nämlich in Wahrheiten darüber, was wir Grund haben zu tun. Sie liefert eine bestimmte Analysierbarkeit fast aller normativen Aussagen, also aller außer den Aussagen über Gründe selbst. Das können wir offen lassen, ob die auch analysierbar sind. Weil erstmal sind alle anderen normativen Aussagen analysierbar nach diesem Vorschlag in Terms of Reasons, in deliberativen Begriffen. Und so eine Analyse erklärt eben auch bestimmte notwendige Zusammenhänge zwischen bestimmten normativen Aussagen. Wie kann so eine Analyse, so eine Gründe-zuerst-Analyse aussehen? Zum Beispiel könnte man sagen, eine Handlung oder Einstellung ist gesollt, genau dann, wenn entscheidende Gründe für sie sprechen. Hier wird der Begriff des Sollens auf den Begriff des Grundes reduziert. Eine Handlung oder Einstellung ist erlaubt, genau dann, wenn es keine stärkeren Gründe gegen sie gibt. Ja? Hier findet eine Analyse des Deontischen in deliberativen Begriffen statt. Eine Meinung ist gerechtfertigt, genau dann, wenn wir hinreichende Gründe für diese Meinung haben, hier mit dem epistemischen Begriff der Rechtfertigung als Analyse in deliberativen Begriffen. Oder etwas ist gut, genau dann, wenn wir hinreichenden Grund haben, es zu wünschen oder wertzuschätzen. So könnte vielleicht eine Analyse aussehen. Ich habe Sympathien mit dieser Art über Normativität nachzudenken, aber das ist nicht der Kern dieses Vortrags. Ich erwähne das, weil es gut in das Bild passt, das ich jetzt zeichnen werde. Nicht, weil ich es wirklich voraussetze. Also wenn Sie sagen, Gründe zuerst funktioniert nicht, können Sie trotzdem mitgehen. Mir ist erstmal, was ich voraussetze, ist nur, dass Gründe irgendwie ein wichtiger Bestandteil von Normativität sind. Nicht unbedingt, dass Normativität sich auf Gründe letztendlich reduzieren lässt. Aber ich finde es ein attraktives Forschungsprogramm. Jetzt komme ich endlich zum Thema Rationalität. Was hat Rationalität mit dem zu tun, was ich bislang gesagt habe? Manche sagen ziemlich wenig. Auf die werde ich auch noch zu sprechen kommen. Jetzt stelle ich erstmal die Konzeption von Rationalität vor, nach der Rationalität ganz viel mit Normativität zu tun hat. Und das ist die substanzielle Konzeption. Die substanzielle Konzeption lässt sich etwa so zusammenfassen: Wir gehen erstmal davon aus, dass wir bestimmte Einstellungen haben, zum Beispiel Meinungen oder Absichten, die gründesensitiv sind. Das heißt, es sind Einstellungen, für die und gegen die wir Gründe haben können. Sie können gute Gründe dafür haben, bestimmte Meinungen auszubilden oder bestimmte Absichten auszubilden. Sie können gute Gründe dagegen haben. Das ist nicht bei allen Einstellungen so, die wir haben, denken Sie an Wahrnehmung. Es gibt nicht sowas wie gute Gründe dafür, Wahrnehmungen zu haben, oder Wahrnehmungen sind nicht sensitiv gegenüber Gründen. Und genauso ist es mit sowas wie Hungergefühl. Auch das ist nicht etwas, was sensitiv ist gegenüber guten Gründen. Es gibt ganz spezifische Einstellungen, für die das geht. Meinungen und Absichten sind paradigmatische Beispiele. Die Idee der substanziellen Konzeption ist jetzt zu sagen, Rationalität ist die Fähigkeit, die wir haben, korrekt auf diese Gründe zu reagieren. Das heißt, solche Einstellungen anzunehmen, für die wir eben entscheidende Gründe haben, und nur solche Einstellungen anzunehmen, für die wir hinreichende Gründe haben. Das ist, was Rationalität zumindest im Kern ausmacht. Das ist eine substanzielle Konzeption, weil sie sozusagen substanzielle Annahmen über Normen, über gute Gründe beinhaltet. Das Verständnis von Rationalität ist ein in mehrfacher Hinsicht inklusives Verständnis, das man abgrenzen kann von anderen
Zum Beispiel bedeutet es, dass sofern wir Gründe für Emotionen haben können, Emotionen auch rational oder irrational sein können. Und genau das scheint auch plausibel. Denken Sie an sowas wie Spinnenangst. Ist in Deutschland nicht besonders rational, in Australien vielleicht schon rationaler. Eine Angst vor Spinnen kann gut begründet sein oder schlecht begründet sein. Und in dem Sinne, sagt die substanzielle Konzeption auch, in dem Sinne kann auch eine Angst, also die Emotion der Angst, rational sein. Das Kontrastparadigma ist hier das, was Sie vielleicht, mit dem Sie vielleicht auch häufig konfrontiert sind. Rationalität ist das eine, Emotionalität ist das andere. Das sind sozusagen so zwei große Gegner. Das, glaube ich, ist ein falsches Bild. Rationalität ist nicht der Gegner von Emotionalität, sondern Emotionalität ist selber Teil, ist selber sozusagen, unterliegt selber rationalen Normen, kann selber rational und nicht rational sein. Wir können gute Gründe dafür haben, Angst zu haben, gute Gründe dafür zu haben, wütend zu sein, oder wir können schlechte Gründe für diese Einstellung haben. Emotionen können selbst rational oder irrational sein. Zweiter Punkt, sofern wir gute moralische Gründe dafür haben, zum Beispiel gegen unser Eigeninteresse zu handeln, ist es eben auch rational, entsprechende Absichten auszubilden. Es kann rational sein, gegen unser Eigeninteresse zu handeln. Das impliziert diese Konzeption von Rationalität. Ja, hier ist das Kontrastparadigma des berühmten Homo economicus, des rationalen Nutzenmaximierers, eine Konzeption von Rationalität, die Sie vielleicht von den Ökonomen gelehrt bekommen. Ich glaube, dass die falsch ist. Es ist nicht immer rational, sein Eigeninteresse zu maximieren. Insofern wir gute Gründe haben, das manchmal nicht zu tun, sollten wir es auch nicht tun. Und es ist dann auch rational, das nicht zu tun. Also nochmal zusammengefasst, was rational ist, hängt eben ausschließlich davon ab, wofür es gute Gründe gibt. Und wenn wir sagen wollen, es gibt gute Gründe für Emotionen, dann können Emotionen rational sein. Wir sagen, es gibt gute Gründe für moralische Handlungen, die dem Eigeninteresse zuwiderlaufen, dann sind eben auch solche Handlungen rational. Kommen wir zu einer anderen Konzeption von Rationalität, der strukturellen Konzeption. Auch eine weit verbreitete Konzeption, die sagt sowas wie, Rationalität besteht eigentlich in nichts anderem als eine bestimmte Kohärenz zwischen Einstellungen herzustellen. Autoren dieser Relevanz sind, habe ich genannt. Warum könnte man das glauben? Warum sollte man so eine strukturelle, nicht substanzielle, ja, Sie merken schon, in der Konzeption kommen Gründe nicht vor, kommen sozusagen substanzielle Annahmen über Gründe und Normen nicht vor. Es geht darum, Ihren Haushalt, Ihren mentalen Haushalt in Ordnung zu bringen. Warum? Was spricht für diese Konzeption? Ich glaube, hauptsächlich das Folgende, die plausibelsten, augenfälligsten Beispiele für Irrationalität, wenn Sie sich fragen, was sind wirklich Formen von Irrationalität, sind oft struktureller Natur, sind Formen von Inkohärenz. Und das kann erstmal die strukturelle Konzeption sehr gut erklären, kann erklären, warum typische Formen von Inkohärenz eben irrational sind, weil es eben in der Rationalität eben Kohärenz gibt. Und andererseits ist nicht so klar zu sehen, wie die substanzielle Konzeption das eigentlich erklären kann. Was sind solche Fälle von struktureller Irrationalität? Ich habe mir für heute Abend zwei Beispiele herausgepickt. Das Beispiel 1 sind inkonsistente Meinungen. Wenn A sowohl P als auch Q glaubt, obwohl A auch noch glaubt, dass P und Q sich ausschließen, dann ist A irrational. Ja, irgendwie an jemanden, der glaubt an die Evolutionstheorie, der glaubt auch an die Bibel, der glaubt auch daran, dass die Evolutionstheorie mit der Bibel nicht vereinbar ist. Ja, die Person hat logisch inkonsistente Meinungen und scheint irrational zu sein. Und zwar ist diese Person, das ist richtig, irrational, unabhängig davon, wie viele gute Gründe sie hat, P zu glauben, die Evolutionstheorie zu glauben oder an die Bibel zu glauben oder daran zu glauben, dass die beiden sich ausschließen.
unabhängig von den einzelnen Gründen für diese Einstellung ist, allein die Kombination dieser Einstellungen zeigt, dass diese Person irrational ist. Zweites Beispiel, Willensschwäche. Wenn aber absichtlich zu vielen, steht hier für eine beliebige Handlung, obwohl sie glaubt, dass entscheidende Gründe dagegen sprechen zu vielen, dann ist A irrational. Ja, stellen Sie sich mal vor, der glaubt, hat entscheidende Gründe dagegen zu rauchen und beabsichtigt aber eine Zigarette zu rauchen. Willensschwach. Diese Kombination von Einstellungen ist irrational. Und zwar unabhängig davon, ob sie gute Gründe hat, zu rauchen oder nicht, oder gute Gründe hat, zu glauben, dass entscheidende Gründe dagegen sprechen, zu rauchen. Allein diese Kombination zeigt, dass sie irrational ist. Die Personen sind jeweils unabhängig von ihren Gründen, allein aufgrund der Kombination der Einstellungen irrational. Und das ist genau das Problem für die substanzielle Konzeption. Denn die substanzielle Konzeption sagt ja, Rationalität ist die Fähigkeit, auf gute Gründe zu reagieren. Wieso sind dann diese vielleicht paradigmatischsten Fälle von Irrationalität dann Fälle, wo die Gründe irgendwie gar keine wichtige Rolle zu spielen können, sondern die Kohärenz von Einstellungen eine Rolle spielen? Damit werde ich mich jetzt im zweiten Teil des Vortrags beschäftigen, mit diesen Formen von struktureller Irrationalität und mit diesen beiden Konzeptionen, der strukturellen und der substanziellen Konzeption von Rationalität. Ich werde zunächst mir die strukturelle Konzeption, wurde irgendwie gerade schlechter, der Sound. Liegt es an mir, muss ich mich woanders hinstellen. Es wird nicht besser, vielleicht auf die andere Seite. Irrationalität und Inkohärenz sind nicht dasselbe. Es gibt eben Fälle von rationaler Inkohärenz und Fälle von irrationaler Kohärenz. Und dann werde ich drittens das Normativitätsproblem aufwerfen, was unabhängig ist von dieser Frage der Extension. Erstens Fälle von rationaler Inkohärenz. Problem ist, dass es Fälle gibt, in denen Akteure inkohärent sind, inkohärente Einstellungen haben, aber dennoch vollkommen rational zu sein scheinen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist das Vorwortparadox. Den haben Sie vielleicht schon gehört. Ich fasse es kurz zusammen. Es ist eine Autorin, die schreibt ein Buch. Jede Aussage in diesem Buch, die macht etwa 100 Aussagen in diesem Buch. Jede dieser Aussagen ist gut begründet. Und am Ende schreibt sie eben das Vorwort zu dem Buch und kommt zu dem Ergebnis, naja, es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass jetzt alle diese Aussagen wahr sein werden, die ich in diesem Buch hier verteidigt habe. Also sollte man davon ausgehen, dass mindestens eine falsch ist. Jetzt mit dieser zusätzlichen Aussage ist der Fall eingetreten, dass sie inkonsistente Meinungen hat.
Sie hat 100 Meinungen aufgestellt und die Meinung, dass mindestens eine dieser Meinungen falsch ist. Sie ist inkonsistent, damit auch, ich denke, inkohärent, aber sie scheint erstmal, möchte ich sagen, vollkommen rational. Es kann vollkommen rational sein, jede dieser Meinungen kann sehr gut begründet sein. Die Meinung, dass nicht alle diese Meinungen wahr sind, scheint auch gut begründet, scheint sehr wahrscheinlich. Also man sieht nicht, warum hier eine Irrationalität vorliegen sollte, auch wenn eine Inkohärenz vorliegt. Das ist das Problem. Die strukturelle Konzeption von Rationalität muss zwar vielleicht nicht sagen, dass jede Form von Inkohärenz irrational ist, aber sie muss erstmal ein gutes Kriterium an die Hand geben, zu unterscheiden, was sind rationale und was sind irrationale Formen von Inkohärenz. Und das ist gar nicht so einfach aus struktureller Sicht. Ich möchte ein Beispiel annehmen, wie man es versuchen kann, in den Griff zu bekommen. Kolodny und Scanlon haben die These vertreten, dass Irrationalität immer in einer bestimmten Form von Inkohärenz besteht, nämlich in der Inkohärenz zwischen einer Einstellung und einem Urteil über die Gründe für oder gegen diese Einstellung. Also Willensschwäche ist ein gutes Beispiel für diese Form von Irrationalität. Da beabsichtigt eine Person etwas und glaubt gleichzeitig, dass diese Absicht nicht gut begründet ist, sozusagen. Beziehungsweise sie hat zumindest Überzeugungen, die implizieren, dass die Absicht nicht gut begründet ist. Da gibt es, scheint es eine Inkohärenz zwischen einer Einstellung und einem Urteil über Gründe über diese Einstellung zu geben. Und jetzt könnte man sagen, diese Konzeption kann erklären, warum im Vorwortparadox die Einstellungen rational sind, denn da gibt es eben kein Urteil darüber, dass irgendeine spezifische Einstellung nicht durch hinreichende Gründe gestützt ist. Die Autorin glaubt ja gerade, dass jede einzelne Einstellung durch hinreichende Gründe gestützt ist. Das heißt, diese Form von Inkohärenz gibt es hier nicht. Aber dieser Forscher kommt gleichzeitig mit einem ganz großen Kostenpunkt, nämlich der Forscher kann überhaupt nicht mehr erklären, warum inkonsistente Meinung in anderen Fällen irrational ist, in denen die Person nicht diese Meta-Überzeugung über ihre Gründe für Einführung gegen Einstellung hat. Also nehmen Sie sich nochmal das Beispiel der Evolutionstheorie und der Bibel. Diese Person hat auch keine Überzeugung darüber, ob ihre Einstellung, ihre Überzeugungen durch hinreichende Gründe gestützt sind oder nicht. Ist also nach dieser Konzeption auch nicht irrational. Das ist aber gerade ein paradigmatisches Beispiel von Irrationalität, was wir erklären wollen. Also, so viel zum ersten Problem. Es gibt offenbar rationale Formen von Inkohärenz. Es gibt auch, so scheint es, kohärente Formen von Irrationalität. Einmal gibt es das, was ich gerne substanzielle Rationalitätsdefizite nennen würde. Einfach deswegen, weil ich es noch nicht als irrational bezeichnen würde, sondern erstmal nur schwächer als ein Rationalitätsdefizit. Immer dann, wenn Sie eine Meinung annehmen, die de facto nicht durch hinreichende Evidenz oder hinreichende Gründe im weiteren Sinne gestützt ist, scheint es, sind Sie nicht vollkommen rational. Das gilt, selbst wenn Ihre Einstellung rational, wenn Ihre Einstellung ansonsten kohärent sind. Wenn Sie sich irgendeine Überzeugung, meinetwegen die Überzeugung, dass irgendjemand hier im Saal Annabelle heißt. Ich habe keine hinreichenden Gründe dafür, das zu glauben. Trotzdem ist die Überzeugung jetzt nicht inkohärent. Es scheint nicht rational von mir, diese Überzeugung einfach so anzunehmen, ohne hinreichende Gründe. Und dieses substanzielle Rationalitätsdefizit kann die strukturelle Konzeption nicht erklären. Ich bin nicht vollständig rational. Aber vollständig kohärent. Stärker noch, es gibt Formen, scheint es, von substanzieller Irrationalität, nämlich Einstellungen, die intrinsisch irrational erscheinen. Ja, es gibt, einige werden vielleicht davon gehört haben, dieses Beispiel von Parfit, von dem Menschen, der gleichgültig gegenüber Schmerz an zukünftigen Dienstleistungen ist. Ja. Wie alle hat er normalerweise eine Präferenz dafür, wenn er die Wahl hat, zwischen mehr Schmerz und weniger Schmerz zu wählen. Es sei denn, der Schmerz findet an einem zukünftigen Dienstag statt.
wenn er zum Beispiel die Wahl hat zwischen zwei Operationen, eine sehr schmerzvolle und eine weniger schmerzvolle, und die sehr schmerzvolle findet an einem zukünftigen Dienstag statt, dann wird er die präferieren, weil am zukünftigen Dienstag ist Schmerz ihm egal. Diese Einstellung der Gleichgültigkeit gegenüber Schmerz an zukünftigen Dienstagen scheint intrinsisch irrational, aber die Person muss nicht notwendig irgendwelche inkohärenten Einstellungen haben. Wir können das Urteil fällen, dass sie irrational ist, ohne auf ihre anderen Urteile oder ihre anderen Einstellungen Bezug zu nehmen. Es ist nicht eine Form von Inkohärenz, aber es ist eine Form von Irrationalität. Und genau diese Defizite von Rationalität oder Formen von Irrationalität kann man die strukturelle Konzeption nicht erklären. Das dritte Problem für die strukturelle Konzeption, was ich hier auch nur kurz anreißen kann, ist das Normativitätsproblem. Wenn Rationalität in nichts anderem besteht als Kohärenz, dann stellt sich die Frage, was spricht eigentlich dafür, rational zu sein? Warum ist Rationalität überhaupt wichtig? Die Frage hat insbesondere Nico Colotti in seinem Aufsatz Why Be Rational aufgenommen. Er argumentiert, dass Kohärenz eben kein intrinsischer Wert ist, scheint nichts, was wir um seiner selbst willen erstreben oder erstreben sollten. Er zeigt auch, dass Kohärenz nicht notwendig instrumentell wertvoll ist. Es kann im Einzelfall instrumentell wertvoll sein, kohärent zu sein, aber es ist eben nicht notwendigerweise. Und außerdem argumentiert er, wie ich finde, überzeugend, dass ein Grund für Kohärenz als solcher eigentlich ein Grund der falschen Art wäre. Keine rationale Basis wäre, eine Einstellung zu nehmen. Denken Sie nochmal an die willensschwache Person, die glaubt, sie hat entscheidende Gründe, jetzt nicht zu rauchen. Jetzt wird ihm gesagt, naja, jetzt hat sie auch noch entscheidende Gründe, kohärent zu sein. Jetzt aus diesem Grund der Kohärenz heraus gibt sie jetzt ihre Absicht aus, aufzurauchen. Da scheint irgendwie was eigenartig zu sein. Die Person, hat man das Gefühl, sollte ihre Absicht aufgeben, aus den Gründen, die auch dafür sprechen, zu glauben, dass sie entscheidend Grund hat, nicht zu rauchen. Also zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen oder was auch immer die Gründe sind, scheint irgendwie eine seltsame Form von Ordnungssinn zu sein, jetzt aus rein Kohärenzerwägungen die Absicht aufzugeben. Colotti hat eine bestimmte Fehlertheorie darüber, warum, also er ist tatsächlich der Meinung, Rationalität, es spricht nicht notwendig, was für Rationalität ist. Rationalität ist nicht normativ. Das ist ein Irrtum. Er hat eine bestimmte Fehlertheorie darüber, warum wir vielleicht glauben, dass Rationalität, dass für Rationalität etwas spricht, dass wir gute Gründe haben, rational zu sein. Und da erinnern sich nochmal an seine Konzeption von Irrationalität. Er sagt, Irrationalität besteht immer in der Inkohärenz zwischen zwei Urteilen, zwischen zwei Einstellungen, einer Einstellung und einem Urteil darüber, dass diese Einstellung selbst nicht gut begründet ist. Und wenn das so ist, dann muss ich es nach Colotti immer aus der Perspektive der Person selbst so darstellen, als ob die Einstellung, die von ihm rational erfordert ist, auch eine Einstellung ist, für die gute Gründe sprechen. Einfach weil die Irrationalität genau in diesem Konflikt besteht, in diesem Konflikt zwischen normativen Urteilen und Einstellungen. Dieses Urteil aber selber bedeutet, dass sie glauben muss, dass sie gute Gründe hat für die Einstellung, die rational erfordert ist. Das ist seine Fehlertheorie. Das Problem an dieser Theorie ist, die kann vielleicht erklären, warum es aus der ersten Personenperspektive immer so scheint, als ob wir gute Gründe haben, rational zu sein. Kann aber nicht erklären, warum wir diesen Eindruck auch aus anderen Perspektiven herausgewinnen. Zum Beispiel kann sie nicht erklären, warum wir, wenn wir sagen, das wäre rational, das zu tun, oder das wäre irrational, das zu tun, warum wir dann manchmal Ratschläge zum Ausdruck bringen können. Oder warum wir, wenn wir sagen, das war irrational von dir, warum das wie eine Kritik klingt. Ich denke, jemandem zu sagen, dass er irrationale Einstellungen hat, ist eine Form von Kritik. Kritik ist was intrinsisch Normatives und kann eben durch diese Form der Fehlertheorie nicht erklärt werden.
damit komme ich jetzt zum letzten Abschnitt und zurück zur substanziellen Konzeption von Rationalität. Ich glaube, ich habe hier die Probleme der strukturellen Konzeption nur anreißen können. Ich glaube, dass die letztendlich nicht lösbar sind, nicht keine gute Lösung haben und dass wir deswegen zurückgehen sollten zur substanziellen Konzeption. Schauen wir uns nochmal die Herausforderung an, vor der die substanzielle Konzeption steht. Ich hatte gesagt, dass sozusagen der wichtigste Grund, eine strukturalistische Geschichte über Rationalität zu erzählen, erstmal der ist, dass es dieses Phänomen der strukturellen Irrationalität gibt. Dass also Einstellungen einfach deswegen irrational sein können, weil sie inkohärent sind. Und die Frage ist, wie die substanzielle Konzeption dieses Phänomen erklärt. Die These, die ich vertreten habe, ist die, dass strukturelle Irrationalität eigentlich nicht wirklich eine Verletzung einer spezifischen Rationalitätsnorm ist, kohärent zu sein, sondern eigentlich nur was anzeigt, nämlich dass die Person auf der einen oder anderen Weise nicht richtig auf ihre Gründe reagiert hat. Also einen substanziellen Fehler gemacht hat. Das ist die Grundidee. Wenn Leute irrational sind, weil sie inkohärente Einstellungen haben, dann liegt das daran, dass die Inkohärenz zeigt, dass sie nicht korrekt auf ihre Gründe reagiert haben können. Wie sieht diese Erklärung aus? Schauen wir uns den Fall der Willensschwäche nochmal. Ich glaube, es ist folgende Annahme ziemlich plausibel. Die Annahme nämlich, dass die Gründe einer Person, diese Person A, dass die nicht gleichzeitig eine Absicht stützen können für eine Handlung, als auch die Meinung rechtfertigen können, dass entscheidende Gründe gegen die beabsichtigte Handlung sprechen. Wäre die eigenartig, wenn ihre Gründe sie sowohl rechtfertigen zu glauben, dass sie jetzt nicht rauchen sollten, als auch die Absicht zu rauchen rechtfertigen. Das wäre sehr auffällig, sehr eigenartig. So funktionieren unsere Gründe, glaube ich, nicht. Wenn ihre Gründe sie tatsächlich rechtfertigen zu glauben, dass sie nicht rauchen sollten, dann haben sie auch gute Gründe, von der Absicht zu rauchen Abstand zu nehmen. So hier die These, wenn das so ist, dann folgt daraus Folgendes. Wenn eine Person willensschwach ist, das heißt, wenn sie eine bestimmte Handlung beabsichtigt, obwohl sie glaubt, dass sie entscheidende Gründe gegen diese Handlung hat, dann ist mindestens eine dieser beiden Einstellungen nicht rational. Das folgt aus dieser Annahme. Gründe können nicht gleichzeitig eine Absicht stützen, als auch die Meinung, dass die beabsichtigte Handlung dass entscheidende Gründe gegen diese Absicht sprechen. Das heißt, wer auch immer sich in dieser Form der Inkohärenz, der strukturellen Irrationalität befindet, der hat mindestens eine Einstellung, die substanziell nicht hinreichend durch Gründe gestützt. Zweites Beispiel, was vorhin mein erstes Beispiel war, inkonsistente Meinung. Die Annahme, die ich mache, ist die, scheint mir plausibel relativ schwach zu sein, wenn eine Evidenzmenge hinreichend Evidenz liefert, sowohl für die Annahme, dass P, als auch für die Annahme, dass Q, dann kann sie nicht gleichzeitig hinreichend Evidenz dafür liefern, dass P und Q sich ausschließen. So funktioniert Evidenz nicht. Wenn das so ist, dann gilt eben, dass die Person, die inkonsistente Meinungen hat, also die Person, die sowohl P als auch Q glaubt, als auch glaubt, dass P und Q sich ausschließen, dass die mindestens eine Meinung hat, die nicht hinreichend durch Gründe gestützt sein kann und die in dem Sinne nicht substanziell rational ist. Das ist so die Grundidee. Nehmen Sie eine strukturelle Form von Irrationalität, eine Form von Irrationalität als Inkohärenz. Ich sage, die ist nicht an sich irrational, weil sie inkohärent sind, sondern die zeigt nur an, dass mindestens eine ihrer Einstellungen nicht rational sein kann. Im substanziell verstandenen Sinne. Jetzt gibt es eine Beobachtung zu diesen inkonsistenten Meinungen, nämlich die, und
da waren wir eigentlich schon zu sprechen gekommen, dass es doch manchmal inkonsistente oder inkohärente Meinungen gibt, die für, wo jede dieser Meinungen durch hinreichende Gründe gestützt ist. Ja? Das Vorwortparadox ist so ein Beispiel. Hier scheint es möglich, dass 100 Meinungen alle durch hinreichende Evidenz gestützt sind, als auch die Meinung, dass nicht alle diese Meinungen gleichzeitig wahr sind, durch hinreichende Evidenz gestützt sein könnte. Hier scheint es für jede dieser Meinungen hinreichende Gründe, obwohl die Person inkonsistent ist. Das liefert uns eine Möglichkeit an die Hand, genau das zu erklären, was die strukturelle Konzeption nicht erklären konnte, nämlich zu unterscheiden zwischen rationalen und irrationalen Formen von Inkohärenz. Wir können nämlich jetzt sagen, dass Inkohärenz genau dann irrational ist, wenn sie impliziert, dass eine Einstellung nicht hinreichend durch Gründe gestützt ist. Und dann rational ist, wenn sie dies nicht impliziert. Also, die Konzeption hier sagt, im Vorwortparadox sind sie nicht irrational. Und das erklären wir damit, dass jede ihrer Einstellungen, obwohl sie gemeinsam inkohärent sind, durch hinreichende Gründe gestützt ist. Bei dem Fall der Evolutionstheorie und der Bibel ist das nicht so. Also hier der Versuch einer Erklärung der Unterscheidung zwischen rationaler und irrationaler Inkohärenz, die die strukturelle Konzeption nicht liefern kann. Bevor ich zum Schluss komme und nochmal die Ergebnisse sozusagen zusammenfasse, die Thesen hier zusammenfasse, noch ein Einwand. Der Einwand besagt etwa Folgendes. Ich habe vielleicht gezeigt, dass Inkohärenz oder strukturelle Irrationalität immer ein Rationalitätsdefizit beinhaltet. Immer beinhaltet, dass eine der Einstellungen nicht hinreichend durch Gründe gestützt ist. Aber das, so der Einwand, zeigt noch nicht genug. Denn das zeigt nur, dass die Person, die inkohärent ist, nicht vollständig rational sein kann oder ein Rationalitätsdefizit hat. Aber nicht jede Form von eines Rationalitätsdefizits ist gleich eine Form von Irrationalität. Es gibt diese Intuition, dass Irrationalität eine besondere Form eines Rationalitätsdefizits ist. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie wägen die Evidenzen für oder gegen eine Meinung ab und Sie verschätzen sich so ein bisschen. Ja? Sie überschätzen ein wenig die Evidenz, die für eine Meinung spricht, und Sie kommen dazu, diese Meinung anzunehmen gegen die Evidenz. Hier scheint es mir plausibel zu sein, die Person ist nicht vollständig rational, ja, sie hat die Evidenzen falsch eingeschätzt, aber ist sie deswegen gleich irrational? Viele würden sagen, nein, das scheint zu stark. Die Person ist nicht deswegen irrational, nur weil sie meine Evidenzen ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Aber ich habe bislang nur gezeigt, dass diese Formen von struktureller Irrationalität so ein Rationalitätsdefizit beinhalten. Ich habe noch nicht gezeigt, so der Einwand, dass diese Person wirklich irrational ist. Und meine Replik auf diesen Einwand ist eben, eine bestimmte Konzeption von Irrationalität zu verteidigen. Ich glaube tatsächlich, dass es sowas gibt wie Irrationalität im engeren Sinne. Und die liegt genau dann vor, wenn Sie ein substanzielles Rationalitätsdefizit haben, was durch ihre mentalen Einstellungen garantiert wird. Wenn Sie also Einstellungen haben, die garantieren, dass mindestens eine Ihrer Einstellungen nicht substanziell rational ist, dann sind sie irrational. Das ist die These hier. Ich glaube, dass die These ganz gut zwei Sachen in den Begriff bekommt. Kommt einmal dieses Phänomen der strukturellen Irrationalität gut in den Griff. Naja, hier ist gerade die These, okay, wenn Sie willensschwach sind oder inkonsistente Meinungen haben, dann sind das genau die Fälle, in denen ich gezeigt habe oder zumindest nahegelegt habe, dass in diesen Fällen die Einstellung allein aufgrund ihres Gehaltes nicht beide hinreichend begründet sein kann oder nicht alle hinreichend begründet sein kann. Das heißt, wir haben so eine Erklärung von struktureller Irrationalität, aber ich glaube, wir kriegen so auch eine Erklärung von substanzieller Irrationalität. Denken Sie nochmal an den Fall desjenigen, der The Future Tuesday Indifferent
Man, also der Gleichgültigkeit gegenüber Schmerz an zukünftigen Dienstagen hat, der hat eine Einstellung, möchte ich sagen, die auch garantiert, und zwar individuell, dass er nicht hinreicht, dass eine Einstellung von ihm nicht hinreichend durch Gründe gestützt sein kann, einfach weil es in keiner möglichen Welt die Einstellung, die er hat, durch hinreichende Gründe gestützt sein kann. Es ist unmöglich, dass die Einstellung der Gleichgültigkeit gegenüber Schmerz an zukünftigen Dienstagen durch hinreichende Gründe gestützt ist. Das heißt, auch der hat ein Rationalitätsdefizit, was allein durch Vorliegen einer mentalen Einstellung garantiert wird. Das heißt, diese These über Irrationalität im engeren Sinne kann sowohl substanzielle als auch strukturelle Irrationalität ganz gut in den Griff bekommen und eben auch unterscheiden zwischen einfachen Rationalitätsdefiziten und Irrationalität im engeren Sinne. Ich komme zum Schluss. Ich fasse nochmal einfach kurz die substanzielle Konzeption, die ich hier versucht habe, stark zu machen, zu sagen. Die These ist, Rationalität erfordert nichts anderes als korrektes Reagieren auf Gründe. Das heißt, nicht hinreichend durch Gründe gestützte Einstellungen implizieren eben ein Defizit an Rationalität. Wir sind nicht vollständig rational, wenn wir eine Einstellung haben, für die nicht hinreichende Gründe sprechen. Irrationalität ist jetzt der spezifische Fall eines Rationalitätsdefizits, in dem dieses Defizit durch die eigenen mentalen Einstellungen garantiert wird. Inkohärenz ist irrational genau dann, wenn und weil sie eben ein substanzielles Rationalitätsdefizit garantiert. Das war die These, Kohärenz ist nur ein Nebenprodukt von korrekten Reagieren. Auf Gründe ist nichts etwas, was wir in seiner Selbstwelt anstreben, sondern etwas, was halt dabei rausspringt, wenn wir korrekt auf Gründe reagieren. Warum ist diese Konzeption von Rationalität attraktiv? Naja, einmal liefert sie eine ganz attraktive Antwort auf das Normativitätsproblem. Kann gut erklären, warum Rationalität wichtig ist, ja, weil korrektes Reagieren auf Gründe eben wichtig ist. Kann auch erklären, warum wir jemanden kritisieren, wenn wir ihn irrational nennen, weil eben zu sagen, dass jemand nicht korrekt auf Gründe reagiert hat, eben eine Form der Kritik ist. Und kann auch erklären, warum wir mit Rationalitätsurteilen Ratschläge zum Ausdruck bringen können, weil wir das eben tun, weil sozusagen die Aussage, das guten Grund, das zu tun, eben in Form des Ratschlags ist. Die Konzeption liefert auch eine Erklärung für substanzielle Rationalitätsdefizite, also zum Beispiel, wenn Sie eine Meinung annehmen, ohne hinreichende Gründe dafür zu haben, und für substanzielle Irrationalität, siehe Future Tuesday Indifference, als auch für die Unterscheidung zwischen den beiden. Das war genau das, was die strukturelle Konzeption nicht einfangen konnte. Sie konnte diese substanziellen Rationalitätsdefizite nicht erklären. Und sie liefert eine einheitliche Erklärung struktureller und substanzieller Irrationalität. Die Konzeption, die ich vorgeschlagen habe, kann erklären, warum Future Tuesday Indifference als auch Willensschwäche oder inkonsistente Meinung alle Teil desselben Phänomens sind, trotz ihrer Unterschiedlichkeit. Es gibt etwas, was Wichtiges ist, die gemeinsam haben, sind nämlich in allen Fällen mentale Einstellungen involviert, die garantieren, dass sie ein substanzielles Rationalitätsdefizit haben. Finally, es gibt eine Erklärung des Unterschieds zwischen rationaler und irrationaler Inkohärenz, auch das etwas, was die strukturelle Rationalitätskonzeption nicht einfangen kann. Danke. Ah ja, die Details stehen alle nicht so. Und ich danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Tja, und ich versuche einfach ein paar Fragen zu stellen. Und fangen jetzt wie an, sozusagen,
Fragen. Ich habe den Eindruck, dass sozusagen der Vortrag schon sozusagen eine implizite und nicht ausgesprochene Form der Normativität der Vernunft zum Beispiel. Was sind gute Gründe, was sind schlechte Gründe? Was ist eine korrekte Antwort? Ich sage, es ist eigentlich nicht wirklich ausgearbeitet. Es sind gute Gründe und schlechte Gründe in gleicher Weise normativ, haben wir sie vorhin gefragt. Ja, erstmal die Frage, was ist ein guter Grund, was ist ein schlechter Grund? Und gibt es dort sozusagen in der ich kann beide ja erfassen. Ich kann einen guten Grund, einen schlechten Grund unterscheiden. Also allein diese Unterscheidung von gut und schlecht mit Bezug auf einen Grund. Was macht einen guten Grund? Es gibt zum Beispiel man könnte zum Beispiel sagen, Gründe sind dann schlecht, wenn sie die Vernunft in einen Selbstwiderspruch führen. Dieses Argument gibt es in der Tradition, basierend im Anschluss an den Satz des Widerspruches, der zum Beispiel ein solches Konzept darstellt, wo die Vernunft sozusagen in sich ein normatives Konzept hat, nämlich dass man an derselben Hinsicht nicht zugleich bejahen und verneinen kann. Damit hat man sozusagen auch natürlich eine Struktur, dass man eben nicht zugleich zwei Gründe für, ja, man in derselben Hinsicht für gut oder schlecht halten kann. Wir können sozusagen einige Dilemmata, die Sie aufgeschrieben haben, können wir an diesem Punkt entscheiden. Das heißt, wir hätten dann, könnte man sagen, wir hätten dann also in der Vernunft selber gewissermaßen ein normatives Konzept expliziert, welches ein Merkmal zum Beispiel, welches eben die Rationalität von Gründen, von Argumenten, von Phänomenen und so weiter konstitutiv ist. Das heißt, sie dürfen in sich nicht widersprüchlich sein, sie dürfen sozusagen mit dem, was wir vernünftig nennen oder das Strukturgesetz der Vernunft nennen, nicht in einen die Vernunft nicht in einen Selbstwiderspruch führen. Und das wäre etwas, wo ich eben Sie fragen wollte, wie sich eben gute und schlechte Gründe und ein gutes und schlechtes Erfassen von Gründen zum Beispiel eben beschreiben würden. Das Erfassen von Gründen kann ja auch aus ganz unterschiedlichen Gründen sozusagen Einschränkungen unterliegen. Das wäre sozusagen, die sind nicht nur eben dann rationale Einstellungen, sondern es können sozusagen ja, psychologische Momente sein. Ich kann etwas nicht wahrnehmen in der entsprechenden Weise. Das Ganze kann konditioniert sein. Wie verhalten sich solche Weisen, wie wir wahrnehmen, wie wir etwas erkennen, also zu solchen Konzepten. Damit käme ich auch eben zu der Frage sagen, das Problem des Rationalitätsdefizits fand ich interessant. Und das möchte ich in zwei Weisen hier noch ansprechen. Das eine, man könnte sagen, es gibt ja dann gerade von Rationalitätsdefiziten oder auch von Irrationalität, Nichtwissen, Irrtum, Ignoranz. Das ist dasselbe. Ja, ich kann also etwas faktisch einfach nicht wissen in einer Situation und treffe dann die falsche Wahl oder ein falsches Urteil. Ich kann mich irren, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Und ich kann sozusagen mich einer Einsicht einfach verweigern. Ja? Ignoranz ist so etwas, was ich hätte wissen müssen und auf gar keinen Fall nicht wissen darf. Ja? Und welches das Ganze dann wirklich verschärft, ja, wo man eben in ein solches Dilemma reinläuft. Ein zweiter Aspekt des Rationalitätsdefizits hatten Sie auch zum Schluss auch noch einmal angesprochen. Das ist ja, dass man sozusagen etwas glaubt, ohne rechte Gründe zu haben. Da würde ich sagen, dass sozusagen Ihr Modell an Rationalität orientiert sich eigentlich ein sehr strenges. Im Grunde genommen habe ich immer Episteme. Das heißt, dass Sie ein Modell von Rationalität haben, was sich am Modell eines sehr strengen Wissensbegriffs
orientiert, der nämlich immer Gründe angeben muss, wenn ich etwas weiß, und zwar ganz bestimmte Gründe. Gründe sozusagen mit einer bestimmten Form von Evidenz. Nun gibt es aber, denke ich, verschiedene Grade von oder Modelle von Gründen, also Evidenz oder Intuition, Inferenz, ja, ich schließe aus etwas. Aber dann, ich glaube, das meiste im Alltag ist Beliefsstruktur. Zuallermeist haben wir Gründe, denen wir glauben. Wenn ich morgens zum Bäcker gehe, ja, dann glaube ich meiner Bäckersfrau, dass das Brötchen, das ich bekomme, das ist, was es sein soll. Ich prüfe das nicht. Ich habe keine weiteren Gründe, außer täglich dorthin zu gehen und dort zu vertrauen. Dasselbe läuft etwas, jemand erzählt mir, wenn du das nächste Mal in die Stadt X kommst, musst du unbedingt das besuchen. Das ist absolut sehenswert. Ich war noch nicht dort. Die einzige Evidenz, die ich habe, ist, einem Freund, Kollegen oder so weiter zu vertrauen, das zu machen. Also in diesem Sinne, die Belief Structure macht, sag mal so, 90%, 95% unseres Alltags aus. Wann haben wir die Zeit, sozusagen Gründe in einer Weise zu explorieren, dass wir wirklich sagen können, ich weiß etwas und weiß auch, dass ich es weiß und kann auch diese Gründe angeben mit Bezug auf gut und schlecht und auch und dass ich auch weiß, sozusagen, in welcher Weise ich antworte. Sozusagen, deswegen die Frage, wie das einspielt in dieses Feld. Und das Ganze führt sozusagen dann eben dann auch auf die Frage des Verhältnisses von Normen und Gründen, wo ich eben sozusagen einfach so die Frage habe, sind Normen immer Gründe und Gründe immer zugleich auch Normen? Also wie dieses Verhältnis von Normen und Gründen nochmal ist. Und die letzte Frage wäre eine Frage, sozusagen, da Sie haben Aristoteles genannt, insofern darf ich mit Aristoteles fragen, sozusagen Ihr Begriff sozusagen von Rationalität scheint keinen Unterschied zu machen zwischen theoretischer und praktischer Vernunft. Also Sie haben das alles sozusagen in einem Campus, sozusagen in ein Feld getan. Und ich finde Aristoteles sozusagen nach wie vor sehr attraktiv, weil er zu zeigen vermag, dass also es einen Sinn macht, dass das Gründe im Kontext theoretischer und praktischer Überlegungen eine unterschiedliche Rolle spielen. Und dass es zum Teil auch unterschiedliche Gründe geben soll. Also die Frage sozusagen in Theoretizis, einen guten Grund anzugeben, etwa für das Fallgesetz, für ein physikalisches Gesetz, ist etwas anderes als sozusagen die Frage zu entscheiden, was soll ich in dieser Situation tun. Die Frage ist einfach, jetzt auch mit Blick auf das Modell, funktioniert dieses Modell unabhängig von dieser Unterscheidung und gleichermaßen für theoretische wie für praktische Gründe, oder sehen Sie die Notwendigkeit, dass man doch zwischen theoretischen und praktischen Gründen entlang etwa dieser Linie von Aristoteles unterscheidet? Das sind mal ein paar Fragen gewesen, die wir gekommen sind, in der Vorbereitung, in der kurzen, aber dann auch noch beim Vortrag. Danke sehr. Thanks. Ja, ich sage mal einfach ein paar Sachen, die so ein paar Stichworte gemacht haben, auch noch genug Zeit lassen für die Diskussion. Ich fange mal hinten an, Unterschied zwischen praktischer und theoretischer Vernunft. Ja, auf jeden Fall, ist wichtig. Ich glaube, es ist eben auch wichtig, und das ist, wird manchmal, glaube ich, viel eher übersehen, auch zu zeigen, was praktische und theoretische Vernunft eigentlich gemeinsam haben. Warum die eigentlich beide Vernunft oder Rationalität sind. Und das Gemeinsame ist nach diesem Modell eben, dass es beides was mit korrektem Reagieren auf Gründe zu tun hat. Der Unterschied besteht in der Art der Gründe. Also es gibt praktische Gründe und es gibt epistemische Gründe oder theoretische Gründe. Das eine sind Gründe für Handlungen, für Absichten, das andere sind Gründe für Meinungen. Und die sind erstmal sehr unterschiedlich. Also moralische Erwägungen, Klugheitsüberlegungen sind von der Art her erstmal ganz anders als Evidenz
für Meinung. Da würde ich sozusagen sagen, der Unterschied zwischen den beiden ist halt nach dieser Vorstellung liegt halt in der Frage, was ist der Unterschied zwischen praktischen und theoretischen Gründen. Und da bin ich sozusagen für alle Unterschiede erstmal offen. Zum Verhältnis Normen und Gründe, sind Gründe Normen? Das ist sozusagen ein bisschen eine terminologische Frage, ob man jetzt schon sozusagen die Aussage, es besteht ein Grund, schon als Norm bezeichnen würde oder erst die Aussage, es soll alles in allem das getan werden, als Norm bezeichnet würde. Das finde ich sozusagen weniger wichtig. Wichtiger finde ich, ist es eine normative Aussage, ja? Und das Verhältnis, ja, also da würde ich sagen, ja, Gründe, Aussagen sind normative Aussagen, oder ich würde sogar sagen, sie sind die genuinen normativen Aussagen. Ich sympathisiere eben mit diesem Gründe zuerst Programm. Ich denke, sozusagen, wir können alle anderen normativen Aussagen oder Normen, jedenfalls in diesem a priorischen Sinne, jedenfalls hätte ich das gerne so und bin sozusagen für die Idee attraktiv, dass die auf Gründe reduzierbar sind. Und dafür habe ich aber hier nicht argumentieren können. Ja, ein anderer Themenkomplex war, wie streng ist meine Auffassung von epistemischen Gründen insbesondere. Und da würde ich sozusagen ein bisschen gegenhalten wollen. Also zwei Sachen. Ich habe nicht gesagt, dass gute epistemische Gründe, die eine Meinung rational machen, immer Gründe sein müssen, die wir auch angeben können. Das habe ich nicht behauptet. Ich bin sozusagen offen für diese These als auch für die Gegenthese, aber das, was ich gesagt habe, impliziert das einfach nicht. Es könnte auch sein, dass wir gute Gründe für Meinungen haben, die wir nicht angeben können, weil die sozusagen in irgendeiner Art und Weise nicht auf dieser bewussten Ebene laufen. Das ist mit allem, was ich sage, vereinbar. Die zweite Frage der Strenge betrifft die Frage der Zeugenschaft. Also ganz oft beruhen unsere Meinung eben darauf, dass andere Leute uns was gesagt haben und wir uns auf die verlassen. Doch da würde ich sagen, das kann ich auch alles sozusagen sagen und möchte ich auch sagen. Ich glaube, auch diese Überzeugungen, die auf Zeugnissen anderer beruhen, können rational sein, weil ich glaube, dass das auch die Zeugnisse anderer gute Gründe für Meinung liefern. Also da würde ich sozusagen insgesamt sagen, ich glaube, ich bin weniger streng, als Sie glauben. Das ist vielleicht noch zu dem ganzen ersten Komplex, was sind gute Gründe? Riesenfrage natürlich, sozusagen, und wie erkennen wir die und so. Das ist sozusagen eine der wichtigsten Fragen natürlich der Metaethik oder überhaupt der Metanormativität. Das Modell, was ich denke, mit dem ich am stärksten sympathisiere, ist so ein Überlebensgleichgewichtsmodell, was in irgendeiner Art und Weise im weitesten Sinne intuitionistisch ist. Wir haben bestimmte plausible Anfangsurteile über Gründe und wir müssen die reflektieren, gegeneinander abwägen, gegen bestimmte Verallgemeinerungen und Prinzipien abwägen und am Ende die normativen Aussagen glauben, die sozusagen am Ende in diesem Reflexionsprozess am plausibelsten übrig bleiben. Die alternative Geschichte, das ist natürlich sehr interessant, die Sie sozusagen ins Spiel gebracht haben, ist, kann man nicht über die Idee der Widerspruchsfreiheit selber den Begriff des guten Grundes erläutern. Und das würde dann sozusagen die Dialektik hier umkehren, weil hier würde man sozusagen mit einem strukturalistischen Ansatz oder einem Kohärenzansatz den erstmal voraussetzen und damit überhaupt das, die substanziellen Normen über Gründe zu erklären versuchen. Das ist natürlich ein ganz alternatives Projekt, wofür es natürlich Vorläufer gibt. Ich glaube halt, dass die gescheitert sind. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Aber das werden wir heute wahrscheinlich tatsächlich nicht klären können. Ich glaube, dass sozusagen sehr viele plausible Aussagen über Gründe, die wir gerne behaupten wollen würden, ja, zum Beispiel, wenn wir die Frage stellen, gibt es sowas wie moralische Hilfspflichten? Haben wir gute Gründe, Leuten zu helfen, weil sie hilfsbedürftig sind? Ich glaube, man kommt da mit dem Satz des Widerspruchs nicht sehr weit. Ich glaube, es gibt schon Leute, die sehr, sehr, sehr kohärente und widerspruchsfreie Weise sehr amoralisch sein können. Und ich möchte gerne sagen können, dass die gute Gründe haben, anders zu handeln. So weit. So, jetzt. Ja, der Cornelius. Ja, ich habe eine Frage zu, die sich eigentlich noch anschließt an die Rückfrage bezogen auf die Strenge
sozusagen, auch über systemische Stränge. Mhm. Und zwar bezieht sich das auf dieses Vorwortparadox. Mhm. Weil das kann ja eigentlich nur, Sie hatten das glaube ich genannt, rationale Inkohärenz, ist richtig? Mhm. Das kann ja eigentlich nur rational sein, wenn man keine sehr strengen Kriterien anlegt. Weil, also ich habe irgendwie gedacht, also ich kenne das Beispiel, ich kenne es leider im Original nicht, ich habe es an einer Anstelle schon mal gehört, aber entweder ist es doch so, es gibt halt wirklich gute Gründe anzunehmen, dass jede Aussage in dem Buch richtig ist, oder es gibt halt so eine Annahme, wie es ist unmöglich, ein Buch zu schreiben, in dem alle Aussagen miteinander, oder in dem alle Aussagen korrekt sind, sowas glaube ich, und dass es möglich ist, rational inkohärent zu sein, also gleichzeitig rational und gleichzeitig inkohärent, funktioniert ja nur, wenn man sagt, ein guter Grund ist schon etwas, was sehr, sehr naheliegend ist. Wie zum Beispiel, es ist natürlich sehr naheliegend, dass nicht alle Aussagen in einem Buch, egal welches ich jetzt gerade in die Hand nehme, nicht zusammenpassen, aber es ist nicht unmöglich. Ja, also Sie haben vollkommen recht, insofern, dass sozusagen, wenn man eine sehr starke, sehr strenge Behauptung über systemische Gründe oder hinreichende Gründe für Meinungen vertritt, nämlich dass man nur dann hinreichend Grund für eine Meinung haben kann, wenn man sozusagen, wenn die absolut sicher ist oder wahr ist. Wenn man so eine strenge These vertritt, dann kommt dieses Paradox nicht zustande. Dann muss nämlich tatsächlich eine dieser Meinungen unbegründet sein, denn wir wissen, sie können nicht alle gemeinsam wahr sein. Das heißt, wenn gute Gründe für Meinungen Wahrheit implizieren, dann funktioniert das Paradox. Ich war davon ausgegangen, scheinbar die viel plausiblere Variante, dass wir durchaus gerechtfertigte falsche Überzeugungen haben. Dass also eine bestimmte Art von nur starker Wahrscheinlichkeit für etwas uns sehr gut dann rechtfertigen könnte, Meinung zu haben. Denken Sie an den Klimawandel, wer ist schon hundertprozentig sicher? Das sind Wahrscheinlichkeiten, die rechtfertigen uns darin zu glauben, dass der Klimawandel menschlich verursacht ist und so weiter und so fort. Aber die sind sozusagen nicht deduktiv beschlossen. Und sobald sie aber zulassen, dass sozusagen eine Aussage schon gerechtfertigt ist, wenn sie nur sehr, sehr wahrscheinlich ist, bekommen sie das Vorwurf. Ja. Ja, vielen Dank für diese Besichtigung. Ich fand Ihre Kritik an der strukturellen Konzeption, also die ja dann stark machen sollte, überleiten sollte zu der Konzeption, die Sie selber verdrehen, die substanzielle, das fand ich sehr gut nachvollziehbar. Man würde allerdings zu bedenken geben, dass Sie es vielleicht da zu einfach gemacht haben. Wir müssten es stärker machen, weil die strukturelle Konzeption jedenfalls in der Form, in der sie wirklich vertreten wird, nämlich von Julian Niederrömelin, Kohärenz wesentlich komplexer einführt und erklärt, als das bisschen Kohärenz, das Sie hier vorgeführt haben und das ja fast auf Konsistenz sich reduziert. Und dass reine Konsistenzdefinition von Nationalität nicht hinreichen, das liegt irgendwie auf der Hand. Sie waren kurz davor, die Kohärenz zu schwach zu machen, ja, sodass sie fast die Konsistenz aus Kohärenz finden. Das ist ein sehr interessantes Konzept, so ähnlich interessant wie Relevanz. Das ist ein Konzept, das offenbar wichtige Anwendungen hat, aber nur in nicht formalen Domänen des Denkens, ja, wo eben Hochkonsistenz nicht hinreicht. Aber man muss dann schon ein bisschen mehr sagen über Kohärenz. Gut, ich bin trotzdem der Meinung, selbst wenn Sie mehr gesagt hätten, dass Sie diesen Move hätten haben können, dass wir eine substanzielle Konzeption von Rationalität brauchen. Also wir müssen dann auch in Ihrem Boot. Jetzt habe ich aber dort den Einwand, dass so eine substanzielle Konzeption mir nicht substanziell genug ist. Ich weiß nicht, ich habe leider jetzt Ihr Buch noch nicht zur Kenntnis genommen, was ich auch tun werde. Diskutieren Sie dabei auch Bernhard Gerd? Nein.
Ja, das halte ich für einen Fehler. Das ist der einzige Philosoph, der an der Jenseits des spitzfindigen Mainstreams, überspitzfindigen Mainstreams, nicht nur eine sehr robuste Konzeption von Common Morality vorgelegt hat, sondern auch eine sehr robuste Konzeption von Rationalität. Und zwar baut erst von Irrationalität auf. Und der kann nämlich ein Problem lösen, das sich in ihrer dünn substanziellen Konzeption leider gähnend stellt, ja, nämlich die offene Frage, warum soll ich denn, also was bringt es mir, oder was ist der Punkt, also wozu soll es denn dienen, dass ich korrekt reagiere in allen meinen gründensensitiven Einstellungen auf die Gründe, die ich zur Verfügung habe. Das ist ja eher eine substanzielle Konzeption. Ja? Bernhard Gerd würde sagen, weil sie andernfalls das Risiko erhöhen, sich selbstbestimmte Grundmittel zuzuziehen. Ja, also irrational ist nach seiner Theorie schlichtweg das Risiko, ein Grundübel sich zuzuziehen, in Kauf zu nehmen, ohne einen adäquaten Grund. Das kann gleich gar nicht sein, aber wenn es nicht gehört ist, dann ist dies ein Fall paradigmatischer Irrationalität. Sehr starke Theorie, ich empfehle das, ja, das ist mal anzugucken. Und er redet auch von substanzieller Rationalität. Also, wie gesagt, Sie haben ein Problem, das Sie in Ihrer substanziellen Konzeption erstmal beantworten müssen. Sie haben noch mehr Probleme, ich will nicht zu lange reden, aber bei Ihnen verschiebt sich eigentlich die ganzen interessanten Fragen, verschieben sich in diesem kleinen und selbst wieder normativen Ausdruck korrekt zu antworten. Offensichtlich ist es nicht deskriptiv, sondern Sie müssen Standards haben. Standards für Korrektheit und so wieder normative Standards. Und die eigene Rationalitätsleistung liegt dann in diesem Korrekt. Okay. Würde mich überraschen. Ich glaube nicht, dass der Begriff der Korrektheit bei mir wirklich eine wichtige Rolle spielt. Dass der eine wichtige Rolle spielt, schon gar keine normative. Der ist eigentlich nur sozusagen Lückenfüller, weil man, also mir geht es ums Reagieren auf Gründe. Ja? Und natürlich kann man jetzt sozusagen auch auf Gründe reagieren, indem man das Gegenteil tut, was die Gründe einem nahelegen. Deswegen sozusagen geht es natürlich nicht um jede Form von Reagieren auf Gründe, sondern ums korrekte Reagieren auf Gründe. Das heißt, das zu tun, was man Grund hat zu tun, das zu glauben, was man Grund hat zu glauben, etc. Da brauche ich den Begriff der Korrektheit nicht, der ist sozusagen nur ein Lückenfüller dafür, dieses kleinere Problem zu vermeiden. Aber Sie haben natürlich recht, dass die wichtige Musik dann dabei spielt, in substanziellen Annahmen darüber, was unsere Gründe sind, zu handeln und zu glauben und so weiter. Darüber habe ich hier sehr wenig gesagt und sage auch tatsächlich in dem Buch gar nicht viel. Das ist natürlich aber eine Riesenfrage, aber sozusagen, ich glaube, so sollte es sein. Also Rationalität sollte darin stehen, auf gute Gründe zu reagieren, und dann ist einfach die große Frage, die wir zu klären haben, nicht mehr die, sollten wir rational sein und was ist Rationalität, sondern die Frage, die wir zu klären haben, ist, wofür sprechen Gründe? Das ist eben die These, dass das die wichtige Frage ist. Vielleicht noch zu der Frage der Kohärenz und der Konsistenz. Es ist eine interessante Frage, und ich habe auch tatsächlich keinen ausgearbeiteten Vorschlag dazu vorzulegen, was Kohärenz eigentlich ist, anderes als Konsistenz. Ich hätte gedacht, es ist ein weiteres Phänomen. Also sozusagen, ich würde sagen, Inkonsistenz impliziert Inkohärenz, aber es gibt Formen der Inkohärenz, die nicht Inkonsistenz implizieren. Und eine Möglichkeit, also schon allein, weil auch Einstellungen offenbar inkohärent sein können, die gar nicht Meinungen sind, wo unklar ist, inwiefern die überhaupt inkonsistent sein können. Und eine Möglichkeit, das auszuprobieren, ist dann tatsächlich, und jetzt kommt der Korrektheitsbegriff wieder, ins Spiel zu sagen, Einstellungen haben sowas wie Korrektheitsbedingungen, ja, Überzeugungen sind korrekt, genau dann, wenn sie wahr sind, und Einstellungen sind inkohärent, genau dann, wenn sie nicht gemeinsam korrekt sein können. Das wäre eine Möglichkeit, den Begriff der Inkohärenz oder der Kohärenz auszubuchstabieren, der weiter ist als der Konsistenz.
Vielen, vielen Dank. Also ich komme aus dem Bereich der Erkenntnistheorie und da ist dieser Konsistenzkohärenzbegriff gerade der, für den wir uns interessieren. Also es mag sein in Ihrem Bereich, aber gerade in der Erkenntnistheorie, in der normativen Erkenntnistheorie ist gerade das Relevante. Und dazu kommt es, gerade für deine Punkte musst du nicht immer die unterschiedlichsten Kohärenzbegriffe klar haben. Konsistenz, Inkonsistenz führt, würden viele Kohärenztheoretiker sagen, zu Inkohärenz. Also ich, für unseren Bereich genau das Richtige. Ich habe dann noch eine Frage zum Practice Paradox. Also ich mag die Idee, dass Rationalität teilweise sich ergibt aus dem richtigen Beantworten oder Reagieren auf Gründe, die wir haben. Und damit erklärst du beim Preface Paradox, warum es sein kann, dass wir inkohärent sind, dennoch rational sind, weil wir richtig reagieren auf unsere Gründe. Wir haben, als, sagen wir als Wissenschaftlerinnen, haben wir ordentlich geforscht und natürlich wollen wir jetzt nicht Wahrscheinlichkeit 1 überall verteilen. Man könnte auch sagen, Wahrscheinlichkeit 1 ist teilweise irrational, weil ein bisschen Zweifel sollten wir vielleicht haben. Also es wäre vielleicht eben keine Wahrscheinlichkeit 1. Und wir reagieren jedes Mal richtig, dennoch zweifeln wir, wir wissen, hey, es könnte sein oder es ist sehr wahrscheinlich, dass wir falsch liegen. Dann hast du aber, also da gehe ich mit, aber dann hast du irgendwann mal dazwischen gesagt, Inkohärenz deutet aber darauf hin, dass es ein Defizit an Rationalität gibt. Und da finde ich auch interessant, da frage ich mich aber, ob du dann in Graden der Rationalität denkst und ob Grade der Rationalität, wie die wieder zusammenhängen mit Grade von Gründen oder so, oder gibt es etwas Verallgemeinerendes, das über Gründe und über Rationalität ist, so dass du nicht die Rationalität auf die Gründe begründest, weil es irgendwas Drittes gibt. Einfach nur. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es ein Missverständnis. Also ich wollte nicht sagen, dass jede Form der Inkohärenz, also auch zum Beispiel die Inkohärenz im Vorwortparadox, ein Rationalitätsdefizit impliziert. Sondern ich würde sagen, genau dort zeigt, es gibt überhaupt kein Rationalitätsdefizit, aber die These war, irrationale Formen von Inkohärenz, die implizieren immer ein substanzielles Rationalitätsdefizit. Okay. Vielleicht habe ich das irgendwo mal. Ja, dann hat dich vielleicht falsch aufgefasst oder so. Also es heißt nicht immer, wenn Inkohärenz gibt, es eine Art von Rationalitätsdefizit. Ja. Ab und zu nicht wirklich schlimm, dass es zu Irrationalität führt. Aber ich hatte dich so verstanden. Zu Inkohärenz. Inkohärenz führt teilweise zu Rationalitätsdefizit, muss aber nicht schlimm sein. Dieses Rationalitätsdefizit muss nicht zu Irrationalität führen. So hatte ich es verstanden. Nee, das war auch nicht ganz die These. Okay. Die These ist also irrationale Formen von Inkohärenz. Also erstmal, es gibt rationale Inkohärenz, das ist sozusagen kein Rationalitätsdefizit im Fall des Vorwortparadox. Wenn aber Inkohärenz irrational ist, dann liegt das daran, dass die Einstellung, die wir da haben, gemeinsam nicht alle durch substanziell gute Gründe hinreichend gestützt sein können. Dass also mindestens eins ein Rationalitätsdefizit hat. Und Irrationalität besteht gerade darin, dass man eine Struktur von Einstellungen hat, die ein Rationalitätsdefizit impliziert. Das war die These. Das heißt, tatsächlich, wenn Inkohärenz nicht rational ist, dann ist sie immer auch irrational tatsächlich, weil sie nicht immer eben ein Rationalitätsdefizit garantiert, während nicht alle Rationalitätsdefizite dieser Art sind. Ja, danke. Eine Frage, was für eine Rolle für die Logik in diesem substanziellen Rationalitätsbegriff spielt? Darf ich zurückfragen, wie genau, ich will die Frage besser verstehen.
Okay, also was wäre der falsche Logik? Also Logik, okay, dann wenn Sie nicht bei der Geschichte dabei sind, sozusagen, wir können gerne davon ausgehen, dass logische Wahrheiten bestehen, dass sie alle notwendig wahr sind, dass wir oft rationalen Zugang zu denen haben und wir gute Gründe haben, logische Wahrheiten zu glauben, in vielen Fällen. Soweit sozusagen bin ich voll dabei. Also das Problem ist ja, sobald wir eine ganz strenge klassische Logik einführen, alles quasi zwingende Gründe ist, so, dann kaufen wir unser strukturelle Rationalität. Dann kaufen wir eine strukturelle Rationalitätskonzept dabei ein. Also wenn wir glauben, sowas glauben wie, immer wenn jemand P glaubt und wenn P dann Q glaubt, dann hat er auch einen Grund Q zu glauben. Ja. Weil sozusagen die Logik, weil es sozusagen logisch von seinen Überzeugungen impliziert wird, dann würden wir uns sowas einkaufen. Genau. Aber das sollten wir nicht. Ich glaube eben nicht, dass sozusagen die Tatsache allein, dass meine Überzeugungen etwas logisch implizieren, gibt keinen Grund, eine andere Überzeugung anzunehmen. Es ist nur so, dass sozusagen oft die Logik dafür verantwortlich ist, dass wir nicht hinreichenden Grund haben können, gemeinsam inkonsistente Überzeugungen anzunehmen. Die Logik, die Wahrheiten, die logischen Wahrheiten haben eben Konsequenzen dafür, was für gute Gründe wir für Überzeugungen haben. Aber so rum läuft der Schuh. Warum sind die Gründe logisch strukturiert? Also so. Nach klassisch, also von mir aus kann man ja auch sagen, man nimmt halt einfach den Wahrscheinlichkeitshalbwert und dann ist halt dann das Ganze bayesianisch. Ja, also wenn du meinst mit diesem logisch strukturiert, dass wir nicht hinreichende Gründe für logisch inkonsistente Meinungen haben können, dann möchte ich dir widersprechen. Ich glaube, dass das Vollbart-Paradox genau zeigt, dass das nicht stimmt. Das heißt aber sozusagen, trotzdem ist es natürlich so, wenn ich gute Gründe für P habe und P logisch Q impliziert, ja, dass dann deswegen auch gute Gründe habe, Q zu glauben. Die müssen nicht genauso stark sein. Ich glaube nicht, dass sozusagen die Logik die Stärke von Gründen 1:1 transferiert. Aber trotzdem spielt natürlich die Tatsache, dass P Q impliziert, eine Rolle dafür, ob wenn ich Grund habe, P zu glauben, ich dann auch Grund habe, Q zu glauben. Das ist bloß einfach nicht so streng. Okay, ja. Zentrale Fundierung der Rationalität auf Gründe, die kann ich sehr plausibel unterziehen. Ich habe aber den Eindruck gehabt, dass wir jetzt die ganze Zeit so eine Sicht von oben darauf gemacht haben, wann würden wir eine Person als rational bezeichnen und wann nicht. Was ja auch in Ordnung ist, da stelle ich mir nur die Frage, inwieweit kann dieses Individuum seine Rationalität selbst beeinflussen hinsichtlich zweier Dimensionen, der Dimension Vertrauen, will ich es mal nennen, und der Dimension Verantwortung. Und zwar, bis wohin kann ich Gründen, die mir geliefert werden, vertrauen? Und bis wohin reicht meine Verantwortung, für gute Gründe zu sorgen? Sprich, ein halbseitiger Wikipedia-Artikel, aufgrund dessen ich bin mal mit Tino oder Bildschlagzeilen, das würde ich jetzt mal gemeinhin als relativ kurzsichtig bezeichnen. Aber dann liegt es ja an mir, vielleicht für mehr Rationalität zu sorgen. Und gleich daran im Anschluss würde ich dann sagen, wenn ich das dann tatsächlich so verkürzt tue, ist das dann ein Rationalitätsdefizit oder sind dann solche Bezeichnungen wie unvorbereitet, faul oder dumm Kategorien, die überhaupt nicht in dieses Rationalitätsspektrum reinfallen? Ich glaube, dass sie letztendlich Fragen erster Ordnung stellen darüber, was wir für gute Gründe haben zu glauben oder was gute Gründe sind dafür, etwas zu glauben oder nicht. Das sind Fragen, zu denen ich hier sozusagen nicht Stellung bezogen habe. Sie müssen jetzt sozusagen in die Erkenntnistheorie einsteigen und fragen, in welchen Kontext und in welchen Umständen, in welchen Kontexten ist
eine Bildzeitungsschlagzeile oder die Aussage von der Bäckerin oder was auch immer ein guter Grund, etwas zu glauben, welcher nicht. Dazu habe ich sozusagen keine Theorie hier vorgelegt, sondern meine Theorie kann sozusagen, je nachdem, was darüber die richtige Theorie ist, die einbauen. Und sagen, okay, wenn die richtige Theorie darüber, was gute Gründe zu glauben sind, die und die ist, dann impliziert meine Theorie, dass das auch die richtige Theorie über Rationalität ist, sozusagen. Die Frage, ob sozusagen Dummheit oder Faulheit immer irrational ist oder sowas, fällt auch in diesen Bereich der ersten Ordnung. Also der Frage, wie vielleicht zum Beispiel auch bestimmte praktische Gründe dafür, bestimmte Handlungen zu initiieren, die zu Erkenntnisgewinnen führen könnten oder auch diese Handlungen eben nicht zu initiieren, wie die sich verhalten zu den theoretischen Gründen oder zu epistemischen Rechtfertigungen und so weiter. Super spannende Fragen, aber tatsächlich nicht wirklich die im Zentrum dieses Projektes stehen. Ja, frage ich gerade, das Fundament ist ja der Grund für eine Handlung, ein guter Grund. Ist das das Rationale oder kann man nicht auch sagen, die Fähigkeit, einen Grund zu hinterfragen, eine Frage zu stellen, ist eigentlich die Rationalität? Weil das bringt mich auf den Eingangspunkt. Da geht es ja um die Gegenüberstellung zwischen a priori und normativ. Und ich frage mich, ob man das generell so schematisch auseinanderschneiden kann oder ob das eine Frage der Involviertheit ist. Also wenn wir fremde Kultur betrachten, dann betrachten wir ja beides. Wir betrachten Handlungen, die wir beobachten können. Wir können aber gleichzeitig auch Einstellungen wissenschaftlich untersuchen, also Überzeugungen. Wir haben dazu auch objektivierende Einstellungen. Das haben wir aber nicht, wenn wir involviert sind. Da handeln wir einfach relativ bewusst. Wir haben ja auch Gründe. Aber die Rationalität fängt doch dann an, wenn ich die Gründe, die ich immer wieder anführe, in Frage stellen kann, daran zweifeln kann. Da schließt sich sozusagen der Kreis mit der ersten Frage. Es ist letztlich die erste Frage, die Sie gestellt haben. Also die Frage, ob nicht Rationalität nicht im korrekten Reagieren auf Gründe steht, sondern im Hinterfragen dieser Gründe. Und da würde ich sagen, das ist mir zu kurz gefasst. Also ich würde Ihnen sozusagen zustimmen. Wir haben oft gute Gründe, unsere Dinge, die wir als Gründe erachten, zu hinterfragen. Und dann ist es auch rational, das zu tun, wenn wir gute Gründe haben, sie zu hinterfragen. Aber das heißt nicht, dass alles rationale Handeln und rationale Glauben, rationale Denken immer nur im Hinterfragen von Gründen besteht. Wir müssen halt auch manchmal handeln und manchmal Meinungen ausbilden und nicht immer nur hinterfragen. Das wäre, denke ich, zu kurz gefallen. Aber hinterfragen ist selbst etwas, was rational sein kann, je nachdem, wie gut unsere Gründe sind, dafür Dinge zu hinterfragen. Jawohl. Wir haben ja selber Beispiele, also wir haben eine Unterscheidung gemacht zwischen praktischer und theoretischer Philosophie. Beispiel, gibt es einen Bereich der Rationalität, wo Normativität keine Rolle spielt? Das ist einmal so eine Frage, sagen wir mal rein Logik oder Mathematik. Kann man so einen Bereich definieren oder ist das, oder ist alle Rationalität auch im Bereich der Normativität? Die Konzeption von Rationalität, die ich hier verteidige, ist eine, die sagt, dass Rationalität nichts anderes ist als ein Reagieren auf gute Gründe. Aber eventuell, wenn Sie jetzt gerne wollen, dass sozusagen die Fähigkeit, bestimmte mathematische Erkenntnisse zum Beispiel zu gewinnen, dass Sie die gerne auch Rationalität nennen wollen, dann will ich Ihnen sozusagen den Begriff, die Terminologie nicht streitig machen, dass sozusagen Sie für die Fähigkeit, Erkenntnisse bestimmter Art zu gewinnen, auch diesen Terminus verwenden. Dagegen habe ich sozusagen nichts. Ich glaube aber, dass wir uns da nicht streiten.
Das ist eine rein terminologische Frage. Während mit den strukturalistischen, mit den strukturellen Konstruktionen habe ich tatsächlich eine Meinungsverschiedenheit. Mit Ihnen habe ich eine terminologische, gibt es nur eine terminologische, einen terminologischen Unterschied. Sie würden das normal nicht Rationalität nennen. Ich würde ein reines Erkenntnisvermögen erstmal nicht als solches als Rationalität bezeichnen. Rationalität. Ja, also wir müssen erstmal, nochmal neutraler gesagt, wir müssen sozusagen unterscheiden zwischen dem guten Erkennen a priorischer Inhalte als solcher, zum Beispiel in der Mathematik oder sowas, und dem guten Reagieren auf Gründe. Das ist auch irgendwie ein Reagieren auf apriorische Wahrheiten, aber eine sehr spezielle. Und ich würde nicht sagen, dass jemand, der zum Beispiel gut in Mathematik ist, deswegen rationaler ist als jemand, der schlechter in Mathematik ist oder schlechtere Erkenntnisvermögen in dieser Hinsicht hat. Deswegen würde ich sagen, Rationalität hat eher was mit dem Reagieren auf gute Gründe zu tun. Da gibt es nämlich einen Rationalitätsunterschied. Aber wie gesagt, ich will den Terminus nicht streitig machen. Da haben wir, glaube ich, keine inhaltlichen Ausdruck. Ich würde sagen, dass wir haben ja noch eine Möglichkeit, oben weiter zu diskutieren. Ja? Und sind durch. Wir haben so ein kleines Ritual halt, das ist noch fortführe. Ich würde sagen, eine kleine Gabe. Ja, oben kriegen wir auch alle zusammenfassen. Ich danke herzlich für das Wort. Es ist das letzte Physikkonferenz in diesem Jahr, zwar das erste in diesem Semester. Deswegen darf ich hier einen guten Abschluss des Jahres wünschen. Und wir sehen uns dann wieder am 16. Januar. Und da geht es weiter mit einem ganz anderen Thema aus dem Bereich der Staatsphilosophie, Multinormalität. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und dann treffen wir uns am 24. auch nochmal. Also zwei Vorträge im Januar. Und danke für den schönen Auftakt und wir würden mich freuen, wenn wir oben. Ja, wir sind im Dozentencafé. Ja, im Dozentencafé, Sie wissen, wo das ist, wenn man in Richtung Ausgang geht, kurz vor der Hausmeisterloge, die Tür steht offen, gehen Sie in der Läden hier, die wissen, wo es ist. Danke fürs Kommen. Ich danke sehr.